Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Hier habe ich alle vier Produkte von Ulanzi zusammen. Ich habe zwei kurze Videos schon darüber gemacht. Ich würde sagen, es geht jetzt weiter nach dem Intro gleich. Da packen wir sie alle gemeinsam aus. Wir fangen erstmal mit der MagSafe-Halterung an für ein Smartphone bzw. für das iPhone 15 Pro Max. Also, wir packen das mal erstmal gemeinsam aus. Also, wie immer gut verpackt. Hier ist so ein bisschen, ja, Gummiart. Hier gibt es dann eine kleine Beschreibung, also ein Quick Start Guide. Einmal auf Englisch und einmal auf Chinesisch. Das ist die Halterung für den MagSafe. Also das ist aus Metall. Könnt ihr auch hören. Das sind die Handgriffe. Hier ist ja noch eine Schraube. Also das ist gut verpackt. Also das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ein Sechskant ist ja noch. Dann wollen wir das Ganze mal zusammenbauen. Ja, sonst ist hier nichts weiter drin. Also können wir die Verpackung wegbringen. Da sollte man sich das erstmal angucken, wie das denn montiert wird, damit das dann auch alles richtig sitzt. Und hier sieht man ja auch schon die Zeichnung. Also dann kommt das so hier ran und dann wird sie da festgemacht. Also schön sicher zusammenschrauben. Handfest zusammendrehen. Das war's auch schon. Und dann kommen noch diese Griffe hier dran. Hier ist so eine Art Arretierung. Und dann müsst ihr das hier bloß festschrauben. Hier drin ist nämlich ein Gewinde. Und dann schön festziehen und dann sitzt das Ganze auch. Und dann machen wir das hier noch da auch. Genau das gleiche. Und ihr habt dann klar auch die Möglichkeit, diesen Magnetring oder den auch in anderen Positionen zu setzen. Aber das ist ja so die Grundvoraussetzung. So, und dann habt ihr das so. Und dann hole ich mal das Telefon. Jetzt sitzt das. Wir können das ja mal als Kameraführung machen. Und dann kann man auch richtig schön Videos machen. Auch im Kinoformat. Dann kann man richtig schön langsam rangehen. So kann man das Ganze machen. Und dann hat man immer noch die Möglichkeiten, das Ganze einzustellen. Und jetzt kommen wir zu den anderen Produkten. Da switche ich einmal die Kamera. Ja, hier kommen wir zu den nächsten Produkten. Wir gehen erstmal an diesen Ulanzi IN03 Quick Release. Ja, das war schon an Verpackung. Hier sind so, ja, Gummiaufkleber. Ist aber kein Muss. Ich würde sagen, das ist mehr Ersatz. Nämlich hierfür. Und wir können hier auch ein Viertel Zoll Gewinde reindrehen. Und wir haben hier diese, und das ist Metall. Hier ist
Original von Insta 360. Hochwertiges Kunststoff, um Gottes Willen. Auch mit Magnet. Hier ist auch ein Magnet drin. Und ich hole mal die Ace Pro. Und das geht wunderbar. Jetzt sollte es auch richtig rum. Und schon sitzt das. Hier könnt ihr dann hoch anheben. Und dann könnt ihr sie rausnehmen. Aber durch den Magneten sitzt wunderbar. Und schon habt ihr zwei Möglichkeiten, um das festzumachen. Und das finde ich richtig, richtig gut. Dann kommen wir mal zu dem nächsten Quick Release Halter. Das ist für die Insta360 X3 oder X4. Holen wir mal raus. Und schon habe ich die Möglichkeit, mehrere Stative fertig zu machen oder Systeme. Hier ist natürlich auch ein starker Magnet verbaut. Hier sind ein paar Aufkleber noch dabei und so eine Art Schlüssel. Auch hier habe ich die Möglichkeit, das umzuklappen. Ich habe aber einen Vorteil noch mehr hier. Ich kann den auch für die Ace oder Ace Pro benutzen. Das sagt sich so einfach. Das sitzt. Hier sieht man das. Dafür ist dieser Schlüssel, dass ich die festdrehen kann. Und dann kann ich das auch hier wie ein Magneten wieder einsetzen und das war's. Denn so würde sich ja die Schraube ja nicht so wirklich anziehen, weil sie wird ja mitdrehen. Es sei denn, ich ziehe selber dran. Aber dann ist sie nicht mehr so richtig fest. Deswegen also hier wären dann praktisch zwei in ein. Finde ich auch richtig, richtig gut. Und auch aus Metall. Schön. Nochmal eine Tüte. Dann könnt ihr das hier unten festmachen. Und das ist auch magnetisch. Ihr kriegt das hier mit. Noch ein bisschen zurechtdrehen. Anziehen. Und dann habt ihr das immer. Und das Schöne ist, ich hole jetzt mal die Originalhalterung von der Ace Pro. Funktioniert auch. Es hält. Und das ist doch auch richtig, richtig gut. Jetzt kommen wir noch zu einem Saugnapf. Ich hatte jetzt schon zwei Kurzvideos darüber gemacht. Aber jetzt wollte ich das euch richtig vorstellen und präsentieren. Also gut, hier ist jetzt so eine Tasche dabei. Hier ist der Saugnapf. Und das ist hier Metall. Hier ist dann noch die Halterung. Und hier haben wir dann noch was. Wir können hier auch eine digitale Spiegelreflexkamera montieren. Ich hole mal einen Saugnapf von GoPro, den ich zwar sehr gut finde, ist aber ein Unterschied. Olanzi, GoPro. Also ich möchte den von GoPro jetzt nicht schlecht reden, also der ist gut. Die habe ich schon mehrfach genutzt. Und dann ist jetzt noch hier so eine Halterung dabei und ein Sechskant. Mal beiseite. Also ihr müsst jetzt diesen Träger festschrauben. Auch der Träger ist selber auch aus Metall oder Aluminium.
Und dann kommt der Fuß hier rein. Das ist wie eine Schiene. Ihr müsst das auch ein bisschen lockerer drehen. Und dann könnt ihr das jetzt festmachen. Und jetzt sitzt das. Und hier habt ihr so ein. Und seht ihr, es hält schon. Sie macht ein richtig, das ist richtig gut. Und hier einfach nur anziehen und dann ist es schon wieder los. Das war's. Und dann, wenn wir das hier, können wir das ja auch schön festmachen. Und dann können wir auch einen Kopf hier festschrauben. Und schon habt ihr einen richtig stabilen Saugnapf. Hier ist so eine, ja, eine Art Filz, so eine Membrane. Und ihr habt es ja gesehen, wenn ich jetzt hier drauf halte und drauf drücke, wird das immer ein kleines bisschen schwieriger oder schwerer. Und dann einfach nur, das war's. Und schon ist es wieder los. Da ist so hochwertige, tolle Qualität kann ich nur empfehlen für ja, die mit einer 360-Grad-Kamera oder mit einer Action-Cam, egal ob nun GoPro, DJI, Osmo Action oder Insta, Ace Pro, Ace, wie sie alle heißen mögen, nutzen. Kann ich nur empfehlen, vor allem für Leute, die mit dem Auto viel machen, ist das ein richtig guter Saugnapf. Der hält echt gut. Und das soll es ja auch gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.